Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zur weiteren Folge Nordfriesischer Marsch LS17 Version 2.1 hier auf der Marsch. Gerade ein bisschen am Weizen abbunkern in dem Traktor, der hier ein bisschen im Graben hängt. Aber so kann er uns zumindest gleich auf dem Feld nicht gefährlich werden. Ich würde mit dem jetzt eigentlich gleich mal gucken, was hier jetzt übergeblieben ist und zumindest ein bisschen was noch wegnehmen. Wir werden nicht alles wegkratzen, das macht auch nichts, wenn da so kleine Spuren stehen bleiben. Aber wenn es zu viel ist, dann gibt es nur wieder Gemecker. Ohne so viel Getreide stehen lassen. Da tut er nicht Not. Also wollen wir heute am Dienstag mal ein bisschen, bisschen ist echt übertrieben, nur diese kleine Bahn hier nochmal weg. Ich wollte schon sagen, sauber arbeiten, aber dann müsste er tatsächlich jeden kleinen Büschel auf dem Feld noch suchen. Ich habe auch überlegt, ob wir hier den großen Schwader nehmen, ne? Das größte, was es gibt, größten Schwader. Und hier per Kursplay mal ein paar schöne große Schwattreihen machen lassen, die sich dann auch lohnen, ne? Weil diese kleinen Reihen lohnen sich ja nicht. Und die stehen da vorne auch ein bisschen im Weg, ne? Jetzt auch an der Strohanzahl, die hier rauskommt, das ist nicht so ergiebig. So. Können wir auch mal wegschieben, ne? Hier sonst schon keiner arbeitet. So, ups. Wollen wir seinen Job tun? Ach, warte mal, wir müssen einmal schnell den Roggenhain leer machen, damit das Feld zumindest fertig ist, bevor es Regen kommt. Bis 75 haben wir noch knapp 12.000 Kapazität. Das dürfte gerade so reichen, dass wir den Lexion einmal leer kriegen. Und die restlichen beiden Bahnen würde dann schon knapp alleine schaffen. Wieder nicht los. Manchmal, wenn sie am Ende stehen, wollen sie ja nicht wieder los. Ja, mit denen gehen zum Mehl rüber, ne? Müssen wir selber fahren, leider. Was hin und rück sollte der locker schaffen. Wo locker liegt auch immer so ein bisschen daran, wie viel jetzt noch drin ist. Baumplatzetten schon voll. Fast. Ach, er steht hier auch noch. Den brauchen wir nicht mehr. Puh, nach so einem Tag ist man auch echt gerade ein bisschen müde, muss ich sagen. Sonntag. Ich weiß gar nicht, wie viele Löcher ich heute gebohrt habe und wie viele Schrauben ich geschraubt habe, denn wir haben bei dem Holzhaus, was wir aufgebaut haben, das ist ja eigentlich so ein Steckprinzip, haben wir es trotzdem immer noch durchgebohrt, die Verbindungen und da nochmal extra Schrauben durchgezogen. Denn wir wohnen ja nun mal hier oben im Norden in einer ziemlich windanfälligen
Zone, kann man sagen. Und wenn man da nicht das Gartenhaus, ich sag mal, extra doll sichert, gibt es wahrscheinlich beim nächsten mittleren norddeutschen Sturm, ja, beim Nachbarn in der Hecke oder so. Das gilt es zu vermeiden. Keine Lust. Erstmal ist es super teuer und aufwendig. Klar, man hat es im Zweifel, hat man es versichert gegen Sturm. Aber trotzdem, was ein Akt, wenn wir das im Frühling wieder aufbauen müssten. Nee, da hätte ich keinen Bock zu. Also jetzt lieber ein paar Schrauben mehr reinhauen, ein paar Bolzen zwischendurch und diese ganzen Sturmsicherungen in einer Rückwand, wo eh keiner was sieht, weil es an der Hecke ist. Da einfach nochmal ein paar extra Bretter reinziehen und dann glaube ich, ist das tatsächlich massiver bisher als eigentlich gefordert. Wenn, müsste tatsächlich wahrscheinlich nachher das Haus samt Terrasse sich auf den Weg machen. Kann passieren. Aber ich glaube nicht, dass die ganzen Fundamente so leicht rausgerissen werden, die Stahldinger und auch die Terrassendielen. Mal schauen. Wir hatten ja auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also Samstag waren wir ja angefangen mit der Hütte, da waren wir noch lange nicht fertig. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten wir nochmal richtig starken, so stark Regenschauer. Und dadurch, bei so einem Starkregen ist ja auch häufig mit eingehend starker Wind. Kriege ich schon so ein bisschen Panik, dass alles hält. Ich wäre sonst nachts um eins noch rausgelaufen, hätte noch irgendwie ein paar Schrauben reingezogen, irgendwie so ungefähr. Weil da hatten wir eben diese ganze Sturmsicherungsverankerung noch nicht. Und trotzdem hat es gehalten. Was wahrscheinlich den ganzen zusätzlichen Schrauben geschuldet ist, die wir da reingeprügelt haben. Aber auch dazu gibt es dann in ein, zwei Wochen bei mir hier auf dem Kanal natürlich nochmal ein weiteres Gartenhausbauvideo. Das ist dann Teil 5 und dann ist auch langsam fertig. Dass wir das noch erleben dürfen. Nach 2 Monate Wartezeit aufs Holz, das war echt nervig. Aber jetzt dieses Aufbauen und so, auch wenn es natürlich körperlich klar anstrengend ist, macht schon Spaß. Weil man sieht richtig was endlich, sieht man richtig was, was man da eigentlich vorhatte, wie es nachher werden sollte. Und wenn es nachher noch den schönen Anstrich kriegt. Gut. Der seine Aufgabe erledigt, sollen wir den gleich leer machen. Aber das doch. Ups. Ich glaube, eine Ladung Korn hatten wir letztes Mal schon gefahren. Das war Weizen von dem Feld 19, wo wir mit den beiden Toplinern unterwegs sind. Ups, das fiel mir nicht gerade nochmal ein, das Thema Naps. Weit. Ganz gleich Stück zu weit. Oder auch nicht. Drücke mal den falschen Knopf. Ich drücke den richtigen Knopf, ich bin aber noch zu früh. Ich muss. Oh, guck mal, der hat sogar noch was, der eine. Warum? War mittendrin im Aplademodus beendet oder war er voll zu dem Zeitpunkt vielleicht auch? Das glaube ich nicht, dass er voll war. Sonst wäre jetzt noch nicht wieder so leer, meine ich nämlich. Dann holen wir. Ne, wir machen das jetzt. Wir versuchen jetzt gleich nochmal den Deutz Topliner nochmal 2, 3 Bahnen zu fahren heute. Oder hatte ich nicht noch so einen alten Klaas jetzt mit reingenommen? Oder so einen anderen John Deere, den haben wir ja auch noch, ne? Also wir haben bisher den hier, das ist ein neuerer. S690i ist im Endeffekt der gleiche, ist auch ein S690i, glaube ich. Ja, der kann dieses Riesenschneidwerk, ne? 20 Meter. Ja, ach doch, hier. Das ist der, den wir auch, glaube ich, haben im Match gegen Manus. Wir haben hier nicht die große Schneidwerksauswahl. Na gut, 9 Meter hätten wir, das würde auch funktionieren wahrscheinlich. Oder 7,50 Meter. Aber es lohnt jetzt nicht und kaufen die noch, oder?
Ich glaube nicht. Hätten wir vormachen sollen. Dann hätten wir dem auch ein Feld übergeben können zum Bearbeiten. Aber jetzt noch die Topliner da wegnehmen und so einen Klaas noch dahinstellen. Nur weil der vielleicht ja, helferfreundlich ist und dann auch funktioniert. Ist auch blöd. Ich würde sagen, wir sollten hier unsere Fahrzeuge sammeln. Da haben wir noch mehr davon, was wir noch sammeln wollen. Also erst ist auf jeden Fall schon wieder völlig im Weg. Und ich wollte das Feld auch noch zu Ende kriegen, heute. Jetzt habe ich ja schon 10 Minuten später nichts geschafft. Das nervt immer. Ja, wir werden uns jetzt nochmal bemühen. Was macht er denn? Er oder sie? Sie. Das sagte ich auch schon im Stream oder im Multiplayer-Match. Also da freue ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf die Charakterauswahl. In S19 werden wir da ein bisschen mehr Auswahl haben. Und mittlerweile sind es nur noch, haben wir jetzt gerundet, ne? 6 Wochen. In 6 Wochen ist 19 Zeit. Natürlich werden wir dann wieder ein Spiel mit Kinderkrankheiten kriegen, das ist ganz klar. Aber ich denke, da wird es auch ganz, ganz schnell Patches geben ohne Ende. Das ist auch klar, war bisher immer so. Ist ja aber bei den Mod-Maps auch nicht anders jetzt gewesen. Ist auch bei vielen anderen Mod-Maps nicht der Fall, weil man kann alleine oder auch im kleinen Team ja nicht immer alles voll austesten und alle Kombinationsmöglichkeiten, die es so gibt, ausreizen. Das erfährt man nur durch die breite Masse, durch viele Spieler, die dann da Feedback geben. Deswegen auch weiterhin der Aufruf natürlich für die Marsch- oder Match-Map Feedback zu geben. Was läuft nicht, warum läuft es nicht, woran könnte es liegen und so weiter und so fort. Was macht er denn? So, aber war tatsächlich ein Problem, ne? Er fährt jetzt theoretisch auf der falschen Bahn. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Kriegen wir das schon wieder nicht hin heute, das Feld. Das wird noch bis morgen dauern. Und morgen ist wieder Mega-Mittwoch. Mega-Mittwoch heißt auf jeden Fall 2 Folgen von Riesischer Marsch. Eine Folge Match mit der Stream-Truppe 4 gegen 4 und eine Folge McManus, Friesi, meine Frau und ich in 2US2. Ja, also volles Programm LS morgen hier bei mir. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich überall reinguckt. Und mal, ja, wenn es euch gefällt, natürlich immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wer noch nicht abonniert hat, natürlich auch gerne abonnieren. Auch wenn ich hier vielleicht kein Bauhof-Applakat habe im klassischen Sinne oder reizende Büroassistentin sind, die dringend neue Computer brauchen und so weiter und so fort. Ich dürfte trotzdem gerne liken. Ich freue mich. Aber nur mit einem Drescher hier, das schafft auch nicht so richtig. Dann hätten wir tatsächlich noch den Klaas kaufen können, mit ein bisschen breiterem Schneidwerk, anstatt 6 Meter 7,5 oder 9. Aber der Kleine möchte baden gehen. Weiß nicht, ob wir es ihm erlauben sollten. Ich denke, nein. Oh, das ist nice.
alle. Ja, hier ist ein bisschen blöd, ne, anzufangen. Ist auch so eine Ecke, die angesprochen worden ist. Vielleicht ein bisschen schwierig zum Ernten. Ups. Ja, also machen wir jetzt nicht mehr zu Ende. Das schaffen wir nicht. Der Drescher hinten kriegt auch noch wieder die Bahn. Also es ist nicht mehr viel. Also man kann tatsächlich sagen, jo, wir werden das noch schaffen, das Feld. Vor schlecht Wetter, würde ich vermuten. Es sei denn, wenn wir dann morgen weitermachen, haben wir sofort schlecht Wetter. Ich denke, 5 bis 10 Minuten brauchen wir hier noch. Wir sind ja nicht die schnellsten und unsere Schneidwerke sind zusammen nur 12 Meter groß. Breit, was auch immer. Und von daher sind wir nicht so richtig flott unterwegs. Wenn es auch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn ich natürlich aktuell ein bisschen müde wäre wahrscheinlich, weil ich auch echt kaputt bin vom Wochenende. Aber daher, nächste Aufnahmesession ist wahrscheinlich Dienstagabend, da sieht es wieder ein bisschen anders aus. Danke fürs Zuschauen, wenn es euch Spaß gemacht hat, unterstütze mich doch gerne mit einem Like, vielen, vielen Dank dafür und dann auf jeden Fall morgen wieder einschalten. Bis dann und tschüss.